genommen gibt es zwei Themenstränge. Das eine sind Themen, die regional, national, global sind. Da geht es um politisch-historische Bildung, das, was wir hier im Fachbereich machen. Und das andere ist eben Krefeld, meine Stadt. Das ist der zweite Teil des Fachbereichs, den ich betreue. Da geht es tatsächlich um lokale Themen. Da versuche ich vorzugsweise Persönlichkeiten oder Initiativen hier aus Krefeld vorzustellen und den Leuten näher zu bringen. Das ist also ein etwas schwerer verdauliches Thema, aber ein ganz wichtiges. Da geht es um Räume der Gewalt, also wie im Grunde genommen Gewalt, sei es Staatsgewalt, sei es häusliche Gewalt, funktioniert und entsteht und was das mit Menschen macht. Man kann die Gewalt auch nicht abschaffen, das ist einer der frustrierenden Erkenntnisse aus dieser Folge. Aber hören Sie einfach mal rein, das ist sehr spannend. In Zukunft kommen eben die Themen, die wir weiter in dem Fachbereich haben. Es wird auch sehr viel darum gehen, in welchem Zustand ist unsere Demokratie. Darüber werden wir uns unterhalten. Gibt es eine Krise in unserer Demokratie oder stimmt das vielleicht gar nicht? Gleichberechtigung von Frauen, das ist eben auch so ein Thema, womit wir uns beschäftigen im Rahmen, wie frei bin ich eigentlich? Und ob man da einen Unterschied feststellen kann, ob Frauen vielleicht doch nicht immer ganz so frei sind und so gleich sind wie die Männer. Ja? Das Ziel ist es eben, dass wir komplexe Sachverhalte so darstellen, dass jeder folgen kann, dass es niederschwellig ist und dass jeder da was mitnehmen kann aus so einem Podcast. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Menschen, die da vorne sitzen, möglichst entspannt in meinem Podcast sitzen. Und wir sind authentisch. Also ich sage immer, alles, was in dem Podcast tatsächlich live passiert, findet man dann auch in der Folge wieder. Also da wird nichts rausgeschnitten. Wir nutzen das selber, wir nutzen das, wir verleihen das auch stadtintern, aber Ziel ist es, sobald wir einen Raum haben, wo man Podcasts machen kann, dass das auch jedem x-beliebigen Krefelder zur Verfügung gestellt werden kann, dass die dann eben lernen, wie man mit dem Gerät umgeht. Und das ist so das Ziel, also dass wir das auch quasi zur Verfügung stellen für interessierte Krefelder und Besucher der VHS. Entweder auf unserer Homepage von der VHS, da kann man ihn mit einem Webplayer abhören, man findet ihn aber auch bei Apple Podcasts, bei Spotify oder podcaster.de, also bei den gängigen Plattformen findet man den.